Herzlich willkommen, lieber Sören Schumann. Ich freue mich, dass wir jetzt über das schaurige Thema Parasiten sprechen werden. Mich hat es wirklich ein bisschen geschauert. Ich habe einige YouTube-Trailer von deinem Kongress-Interviews moderieren dürfen, wo es eben um Parasiten ging. Und ja, das ist halt ein Thema, diese kleinen Parasiten leben in uns und wir merken oft gar nichts davon. Sie produzieren aber alle möglichen Entzündungen und Krankheiten und darüber wollen wir in der nächsten Stunde sprechen, auch anlässlich deines Parasitenkongresses. Sören, stell dich doch einmal ganz kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen. Du bist ja ein häufiger Gast und Moderator bei Medomeo, aber stell dich doch trotzdem ein bisschen vor, bitte. Ja, danke erstmal für die Einladung, liebe Theresa. Und ja, ganz kurz zu mir. Mein Name ist Sören Schumann. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Gesundheit auf verschiedensten Ebenen und hatte, wie die meisten, die das machen, wahrscheinlich auch sehr große gesundheitliche Probleme und habe dann halt geschaut, okay, was sind da so die wichtigen Faktoren, was sind die Ursachen, nachdem, sag ich mal, der normale schulmedizinische Weg mir nicht weitergeholfen hat. Und ja, dann ist halt so, dass das sozusagen meine Berufung geworden. Und ich kläre halt sehr viel auf über verschiedene gesundheitliche Themen. Habe schon den einen oder anderen Kongress gemacht oder das eine oder andere Buch geschrieben. Und ja, dabei bin ich auch über das Thema Parasiten gestolpert. Und ja, darüber werden wir heute ausführlich sprechen. Ganz toll. Sören, ich habe heute, glaube ich, 2 Stunden mit deinem Buch verbracht, mit deinem Parasitenbuch. Du hast auch ein Buch geschrieben anlässlich des Parasitenkongresses. Und das ist so spannend. Da sieht man eben, was es für verschiedene Parasiten gibt, was die im Körper verursachen, wie man, und auch eben, was man dagegen tun kann und welcher Lifestyle Parasiten einlädt und welcher Lifestyle eher dazu, also die Parasiten dazu bringt, sich wieder zu verabschieden. Lass uns doch ein bisschen einmal darüber reden, wie häufig schätzt du denn ein, dass wir überhaupt, wir erwachsenen Menschen in Mitteleuropa mit Parasiten zu tun haben? Wie häufig ist dieses Phänomen, dass wir von irgendeiner Art von Parasit befallen sind? Ich sage zu 100%, ich sage, oder 99,9%, jeder hat Parasiten. Die Frage ist eher, welche Parasiten, wie viele Parasiten, welche Kombination von Parasiten, auch wie ist der Zustand des Wirtes, also des Menschen, in dem der Parasit lebt. Ist er geschwächt? Können die Parasiten umso stärker werden? Ist er fit? Ist er stark? Steht er in seiner Kraft? Auf allen seinen Ebenen oder in vielen Ebenen oder vielen Faktoren, die die Gesundheit bestimmen, dann können Parasiten vielleicht ein kleineres Problem sein, aber gerade wenn der Wirt halt nicht mehr so stabil ist, dann können die Parasiten langsam, aber sicher die Überhand übernehmen. Ich muss sagen, ich bin selbst auch immer wieder in Therapie bei ganzheitlichen Ärzten oder Heilpraktikern gewesen. Und das Thema mit den, also Parasiten waren eigentlich trotz einer Autoimmunerkrankung, die ich habe, war das nie so ein Thema. Ist das, wie soll ich sagen, ist das gar kein so schlimmes Thema, das, oder wird das vergessen in der Ganzheitsmedizin? Welche Position hat dieses Thema der Ausheilung von Parasiten in der heutigen Ganzheitsmedizin, die auch auf der modernen Forschung ja auch basiert? Ja, aus meiner Sicht natürlich einen sehr großen Stellenwert. Sonst hätte ich auch nicht extra einen Kongress dazu veranstaltet und auch nicht extra ein Buch dazu geschrieben. Ja, es gibt da verschiedene Ansichten. Es gibt auf jeden Fall einige weltweit führende ganzheitliche Ärzte, wie zum Beispiel der Dr. Dietrich Klingert, der auch im Kongress dabei ist, der das Parasitenthema als eine zentrale Ursache für diverse gesundheitliche Probleme sieht. Und damit ist er nicht alleine.
gibt auch andere tolle große Ärzte, wie zum Beispiel Dr. Joachim Mutter oder wen haben wir zum Beispiel noch im Kongress dabei? Rolf Janssen Rossek, der sich auch seit 50 Jahren, seit über 50 Jahren mit dem Thema Parasiten schon beschäftigt. Und also für viele sind Parasiten ein sehr großer Faktor. Die Frage, also ich sag mal, die Wertigkeit wird unterschiedlich eingeschätzt. Manche setzen sogar die Parasiten ganz oben an als die zentrale Krankheitsursache oder den entscheidenden Gesundheitsfaktor. Für manche ist er vielleicht so in einer Ebene mit Giften, mit Elektrosmog, Nährstoffmängeln, Fehlernährung und so weiter und so fort. Und Genau. es gibt auch einige, die wohl Parasiten eher so in der zweiten Reihe spielen und darüber so Faktoren sind wie Entgiftung bzw. Vergiftung, Nährstoffversorgung, Stress, Elektrosmog und darunter kommen dann die Parasiten. Gibt auch einige, die das Thema gar nicht auf dem Schirm haben. Das halte ich aber für grob fahrlässig, gerade bei sämtlichen chronischen und auch also psychologischen Themen, psychischen Themen. Da spielen die Parasiten eine riesige Rolle. Da, ja, dazu bekommt auch sehr viele Infos in dem Kongress. Also es gibt da Ansichten von Leuten, die sich wirklich seit Jahrzehnten intensivst mit diesem Thema beschäftigen. Die sagen, ein Großteil zum Beispiel der Leute, die jetzt in der Psychiatrie sind, müssten einfach nur auf Parasiten behandelt werden und dann müssten sie nicht dort sein, weil einfach es ist ganz klar bewiesen, dass verschiedenste Parasiten die Blut-Hirn-Schranke überwinden können, dass sie die Gehirnchemie manipulieren können, dass sie mit den Neurotransmittern spielen können sozusagen und dass sie auch das Verhalten beeinflussen können in verschiedener Art und Weise. Bei verschiedenen Tieren ist das ganz klar nachgewiesen und es gibt auch schon die ersten Studien bei Menschen. Und Toxoplasmose, ne? Ich sage nur Toxoplasmose. zum Beispiel, das ist sehr bekannt, das ist sehr, sehr bekannt, gibt aber noch viele andere, wo es auch aus der Erfahrungsmedizin sehr viele Beispiele gibt, wie zum Beispiel solche Geschichten wie Bartonellen, ist noch sehr unterm Radar. Manche gehen davon aus, dass es zum Beispiel deutlich verbreiteter ist als Borrelien, wo die Schätzungen sind, dass es allein in Deutschland jährlich zu 1 Million Neuinfektionen mit Borrelien kommt. Und erfahrene Parasitenärzte gehen davon aus, dass Bartonellen zum Beispiel noch deutlich verbreiteter sind. Bartonellen werden zum Beispiel von Katzen übertragen. Und Von? die Noch einmal bitte. von Katzen. Bartonellen, okay. Jeder, der mal von einer Katze gekratzt oder gebissen wurde, kann das theoretisch haben. Und die können massiv ja ins Gehirn eingehen, die Nerven angreifen und dafür sorgen, dass halt Leute ja das von einem Tag auf den nächsten oder auch erst nach einigen Jahren, nach vielen Jahren kann es auch sein, dass die halt dann Probleme bekommen. Alles, was so geht Richtung ja, Depression, Burnout, Müdigkeit, was gibt es noch so? Neurodegenerative Erkrankungen und dann so auch in Richtung Schizophrenie, mir fallen die ganzen anderen Sachen gar nicht ein. Also alles, Ja, das wo ist. es zu Panikattacken, Ängste, so in die Richtung auch noch. Oh Gott, ja. Also da, man kann, da, ich habe jetzt in meinem Leben schon so viele auch Gesundheitsinterviews geführt, ne? Und ich kann mich auch an ein Buch erinnern, von einer amerikanischen Psychiaterin, die führt alles, was du gerade aufgezählt hast, inklusive Schizophrenie, auf Darmprobleme und Nährstoffmängel zurück, nicht? Und Ja. Menschen, die sagen, der Eisenmangel, der führt überhaupt zu den schlimmsten Depressionen. Und wenn einmal der Eisenmangel weg ist, dann kann es zu wundersamen Heilungen von Depressionen kommen. Also das ist natürlich, da ist man dann halt ganz ratlos, nicht? Woher was kommt? Aber es ist jedenfalls irrsinnig spannend. Sören, Ganz was, kurz, ganz kurz, ja? lass uns mal auf diese Sachen eingehen, die du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, Darm. Nährstoffmängel, Eisenmangel, glaube ich, waren so drei Schlagwörter. Ja, ja. Da können Parasiten überall eine große Rolle spielen. Darm, Ja. erstens in einem schon geschwächten Darm, fühlt sich Parasiten natürlich deutlich wohler, der mit schlechter Nahrung versorgt wird.
der ja vielleicht schon nicht mehr so stabil ist, der vielleicht schon ein Leaky Gut ist, dann ist es für die Parasiten natürlich deutlich leichter, vom Darm auch ins Blut überzugehen und von dort aus sich in alle Organe zu verteilen. Zweitens, Thema Nährstoffmängel. Parasiten, ja, können auch viele Nährstoffe klauen, für sich beanspruchen, wodurch sie Nährstoffmängel noch weiter fördern können, die eh meist schon stark vorhanden sind. Und auch das Ja. Thema Eisenmangel, auch sehr wichtig. Es gibt nicht wenige Parasiten, die sehr viel Eisen fressen, quasi aus dem Blut zum Beispiel. Und da gibt es auch speziell dazu ja einen kleinen Abschnitt in einem Interview zum Beispiel mit der Ursula Erhorn, die auch unfassbar viel Erfahrung hat im Bereich Parasiten. Und die sagt ganz klar, wenn Eisenmangel da ist, sollte man unbedingt immer auf Parasiten schauen. Und sie hält es zum Beispiel für einen großen Fehler, beim Eisenmangel einfach nur blind, also was heißt blind, einfach dann hoch zu, Infusionen, genau, ja. das hält sie für sehr, sehr fahrlässig und aus ihrer Ja. Erfahrung und aus ihrer Meinung nach kann das sehr stark nach hinten losgehen, weil man dann die Ja. Parasiten sehr stark füttert mit sehr viel Ja. Eisen auf einmal. Das heißt, man muss es von vielen verschiedenen Ebenen betrachten. Natürlich Absolut. kann man fragen, was war zuerst, Huhn oder das Ei? Waren zuerst die Parasiten da? Waren zuerst verschiedene andere Faktoren da, die dafür sorgen, dass Parasiten ein größeres Thema sind? Aber das können wir in dem Interview noch weiter beleuchten. Ich sehe das, also ich teile deine Bedenken. Mir hat einmal, weil ich habe auch sehr niedrige Ferritinwerte oder alle diese drei Eisenwerte, und dann wollte ein teurer Ganzheitsmediziner hier in der Nähe von Wien, der wollte mir so Eiseninfusionen, hat mir der vorgeschlagen. Und ich habe mich dann geweigert, weil ich gesagt habe, ich möchte, bevor ich das mache, möchte ich wissen, woher das kommt, dass ich so einen Eisenmangel habe. Und ich hatte das im Hintergrund, was du gerade gesagt hast, also im Hinterkopf, meine ich. Und jedenfalls, wir haben uns dann voneinander so irgendwie verabschiedet. Also er hat dann gefunden, ich bin nicht compliant, und dann haben wir diese Behandlung hier abgebrochen. Also ich sehe das mit diesen, es gibt ja Ärzte, die standardmäßig Eiseninfusionen geben, und ich sehe das auch sehr kritisch, und eben aus allen möglichen Gründen, ja, bin ich, also ja, ich habe halt da auch schon viel Kritisches darüber gelesen und gehört. Bitte, Sören, lass uns trotzdem noch einmal zum Anfang zurückgehen. Wir sind da jetzt so direkt ins Thema reingesprungen. Ich möchte gerne mal wissen, was sind alles überhaupt Parasiten und was sind Nicht-Parasiten? Ja, da gibt es auch wieder sehr unterschiedliche Sichtweisen. Also die rein schulmedizinische Definition, da wird ja unterteilt zum Beispiel in Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten. Ja. Es gibt aber auch Leute, die einfach sämtliche, sage ich mal, Mikroorganismen, die uns in den meisten Fällen nicht gut tun oder auf Dauer schaden eher, die diese den Parasiten zuordnen. Können uns ja einfach darauf einigen, auch für das Interview, dass wenn wir Parasiten sagen, dass wir dann auch diese alle mit einschließen. Das heißt zum Beispiel auch Bakterien wie Borrelien, Bartonellen, Babesien zum Beispiel oder Pilze wie Candida, albicans zum Beispiel oder auch verschiedene Viren. Man unterscheidet bei den Parasiten auch. Da gibt es verschiedene Unterscheidungs- oder Klassifizierungsmöglichkeiten. Man kann zum Beispiel unterscheiden in Mikroparasiten und Makroparasiten. Mikroparasiten sind nur wenige Mikrometer groß. Die können quasi auch in die Zellen reingehen. Und Makroparasiten sind, ja, können Meter lang werden. Also auch im menschlichen Körper können die mehrere Meter lang werden. Haben auch eine sehr lange Überlebensdauer von teilweise mehreren Jahrzehnten, wie zum Beispiel Bandwürmer. Und dann kann man zum Beispiel noch unterscheiden zwischen Endo- und Ektoparasiten. Endoparasiten leben in uns drin, und Ektoparasiten saugen von außen zum Beispiel an uns. Wie zum Beispiel eine Mücke oder eine Zecke wäre ein Ektoparasit. Aber genau, und Ektoparasiten übertragen häufig auch Endoparasiten. Das heißt, in den größeren Ach Gott. Ektoparasiten, wie zum Beispiel in der Zecke,
sind verschiedene Erreger, wie zum Beispiel Borrelien, kennen sicher die meisten von euch, aber in Zecken sind auch zum Beispiel teilweise Würmer drin oder andere, wie zum Beispiel Barbesien oder Bartonellen oder ja, Mücken. Das haben wahrscheinlich auch die meisten nicht auf dem Schirm. Mücken können teilweise auch massiv infiziert sein und Krankheiten übertragen, wie Borrelien und ja, auch verschiedene andere Mikroparasiten. Genau. Und was man auch Dieses noch Interview mit. wird zu Ende gehen und wir werden nur noch die Umwelt als Bedrohung ansehen. Nee, nicht ganz. So weit lasse ich es nicht kommen. Da muss man zum Schluss noch ein bisschen gegensteuern. Was auch noch wichtig ist, dass in unserem Körper, in uns drin, in großen Parasiten, also in Makroparasiten, wie zum Beispiel Würmern, was gibt es da? Es gibt Spulwürmer, Hakenwürmer, es gibt Bandwürmer, zum Beispiel Madenwürmer, aber dass in Würmern drin auch Mikroparasiten wohnen können. Zum Beispiel wie Okay. Borrelien, wie Babesien und so weiter und so fort. Das heißt, die kleinen Parasiten wohnen teilweise in den großen Parasiten drin und können sich auch da drin verstecken und sind da auch mehr oder weniger geschützt. Weshalb auch zum Beispiel der Dr. Klinghardt immer dazu rät oder den Ansatz hat, wenn jetzt Leute ein Thema haben mit Borreliose, was ja schon relativ bekannt ist, sagt er, in den meisten Fällen ist es sehr sinnvoll, erstmal die großen Parasiten, die Würmer, zu behandeln, weil, wie gesagt, in den Würmern drin auch die Borrelien drin wohnen. Und wenn man jetzt nur die Parasiten, nur die Borrelien, ja, behandeln würde, dann würde man viele von denen gar nicht erwischen, weil sie sich dann zurückziehen, auch in die großen Parasiten. So viel Ja, das dazu. ist ja ein Ende-nie-Thema. Oh Gott, ich glaube, so genau will ich es gar nicht wissen. Ja, also die Parasiten jedenfalls leben in uns und um uns und sozusagen belasten unseren Körper in den meisten Fällen. Also ich glaube, es gibt auch welche, die sogar eine gewisse positive Auswirkung auf unseren Körper haben, aber generell belasten Sie ja mal unseren Körper nicht. Davon würde ich ausgehen. Und ich habe euch alle noch gar nicht aufgerufen, sehr gerne eure Fragen an Sören zu stellen. Ich sehe das im Chat oder wir sehen das beide und wir werden das dann immer wieder so schwungweise beantworten im Zuge des Gesprächs. Ja, sehr gern. Ja, also Ach so, Sie sind, weil, ja. ja, na, also sie belasten den Körper, sie belasten gewisse Organe. Also wie wirkt sich das aus, wenn ich diese Parasiten in mir habe? Oder ja, was kann da alles passieren? Ja, was kann passieren? Die Palette ist riesig. Es gibt mehr oder weniger können Sie quasi an jedem Symptom fast beteiligt sein. Das geht von ja, chronischer Erschöpfung, chronische Müdigkeit, über Heißhungerattacken, auch Ja, ungesunde okay. Lebensmittel, obwohl man ganz genau weiß, es ist nicht gut, das jetzt zu essen. Aber die Wie Parasiten können halt fremdgesteuert. fremdgesteuert, ja, genau. Es klingt alles noch sehr fern sozusagen, aber ich meine, geht doch einfach mal in den Supermarkt und schaut, geht an die Kasse und schaut, was die Leute so aufs Band legen. Klar, das hat mit vielen Faktoren hängt es zusammen, mit Fehlinformationen, mit kann auch emotionale Ursachen haben, aber ich gehe davon aus, dass da Parasiten auch eine große Rolle spielen. Genau, also Verhaltensänderungen, sämtliche Verdauungsprobleme können auch dadurch ja, begünstigt werden, wie Reizdarm, wie Durchfall, wie Blähungen, wie Bauchschmerzen. Weil natürlich, ja, wenn die Parasiten im Darm sind und dort ihr Unwesen treiben, Gifte ausscheiden, die Darmwand kaputt machen oder teilweise auch ja, wie heißt das, also die Darmpassagezeit verlängern. Also, dass alles ein bisschen dort zum Einschlafen kommt, da fühlen die sich natürlich noch wohler und die können halt einfach auch durch Substanzen, die sie selbst produzieren und ausscheiden, auch, sage ich mal, das Milieu für sie oder die Umgebung für sie besser machen, beziehungsweise ihren Wirt auch beeinflussen.
Dann die ganze psychische Palette hatten wir schon angesprochen. Depressionen, Angstzustände, Panikattacken, Aggression, Nervosität, Brain Fog. Epilepsie, ganz wichtig. Letztens ein Interview gehört von Rolf Janssen Rossek. Er hat mehr oder weniger gesagt, wenn man bei Epilepsie nicht an Parasiten denkt, ist es für ihn schon ein ärztlicher Kunstfehler. Also solche gibt halt wirklich Koryphäen, sage ich mal, die da ganz, ganz eindrückliche Erfahrungen gemacht haben von Leuten, die ja jahrzehntelang teilweise Medikamente nehmen mussten und dann wurde halt eine Woche, die wurden eine Woche die Parasiten behandelt und dann war alles weg. Was eigentlich, ja. Ja, unglaublich. Der Dr. Klinghardt hat in dem einen Eröffnungsinterview, das gleich am Freitag ausgestrahlt wird, sagt er ja auch, dass auch verschiedene Krebsarten von Parasiten ausgelöst oder verstärkt werden und dass er auch schon Menschen anscheinend geheilt hat von sehr schlimmen Erkrankungen, indem er sie halt von den Parasiten befreit hat, nicht? Also es klingt alles wirklich so, also es ist wirklich ein unbekanntes Wissen, dass ihr ab Freitag, wenn der Kongress dann stattfindet, da könnt ihr sicher ganz viel Unbekanntes dazulernen. Ich gehe gleich auch auf eure Fragen ein, also wie man feststellen kann, ob man Parasiten hat und so weiter. Sag noch, vielleicht noch kurz vorher, Sören, wie kommen, über welche Wege kommen denn die Parasiten in uns hinein? Also gut, wir wissen, Borreliose, das wird von Zecken übertragen, das ist bekannt, oder auch, dass Mücken bestimmte Krankheiten übertragen. Ich als Mama von drei Kindern weiß, dass kleine Kinder viel von Magenwürmern geplagt werden, wo sie dann die ganze Familie anstecken. Und da genau weiß ich eigentlich auch nicht, woher das kommt, aus der Kita oder aus der Natur. Oder ich habe mich immer gefragt, woher die eigentlich überhaupt kommen. Aber das ist jetzt einmal das, was mir bekannt ist. Was gibt es denn da für Wege in den Menschen hinein? Von wo kommen die? Ja, ich würde noch ganz kurz was ergänzen zu den Symptomen, was ich gerade vergessen hatte. Ganz wichtig auch sämtliches im Bereich, sage ich mal, Frauenprobleme, Frauenthemen, Regelschmerzen, Endometriose, alles, was in diese Richtung geht, kennst du dich besser aus als ich. Laut meinen Erfahrungen, was ich höre, was ich sehe, was mir Leute schreiben, was ich auch von den ganzen Experten gelernt habe, können Parasiten da immer ein ganz, ganz zentraler Faktor sein. Parasiten und Toxine, die beiden, können auch, es gibt ja Frauen, die leiden mehr oder weniger Jahrzehnte darunter und müssen irgendwelche OPs machen, müssen Medikamente nehmen, weil die Schmerzen so stark sind und so weiter und so fort. Und sehr häufig, wenn man die Parasiten behandelt und teilweise sehen die Frauen dann auch, dass sie quasi Parasiten ausscheiden, ja, geht es ihnen deutlich besser. Das wollte ich noch kurz ergänzen. Ja, laut deinem Buch befallen sie ja auch generell Organe, ne? Also sie können ja sich auch, ich weiß nicht, in der Leber befinden. Darüber haben wir noch nicht. Also ihr müsst auf jeden Fall euch den Kongress anschauen und euch dieses Buch zulegen, weil da ist wirklich alles im Detail geschildert, alles, was du wissen willst und auch nicht wissen willst. Und vor allem, darüber werden wir dann auch noch reden, über die Lösungen, also wie man quasi die Parasiten auch wieder herauskriegt und wie man auch leben kann, welchen Lifestyle also wie man so lebt, dass die Parasiten gar nicht erst den Weg so leicht in unseren Körper finden, nicht? Das ist alles in diesem tollen E-Book nachzulesen. Genau, also wir waren jetzt noch bei den Wegen in den Körper hinein. Wie kommen die Parasiten in uns? Ja, noch ganz, ganz kurz zu dem, was du gerade gesagt hast, zu den Organen. Also mehr oder weniger können Parasiten eigentlich jedes Organ befallen. Von, was weiß ich, Augen bis Herz, was gibt's noch? Lunge, Leber, Darm. Jetzt gehen mir gerade die Organe aus, aber sie können wirklich sich im Blut zum Beispiel, mehr oder weniger können sie, die sind halt sehr intelligent. Haben verschiedene Mechanismen auch entwickelt, ja, dass sie sich verbreiten können, wenn sie quasi überall auftauchen und dann auch an diesen Stellen Symptome verursachen. So, zu den Infektionsursachen
Quellen sozusagen. Ja, gibt es verschiedene. Ich werde mal so auf die wichtigsten eingehen. Einmal über die Ernährung, über die Nahrungsmittel, wie zum Beispiel, was haben wir? Leitungswasser oder was auch alles, was in Richtung geht, also rohe Lebensmittel. Das heißt jetzt nicht, dass rohe Lebensmittel schlecht sind. Im Gegenteil, ich bin auch ein großer Fan von Rohkost. Trotzdem können selbst auf dem besten Biosalat Parasiteneier sein. Ach Gott. Was gibt es auch Studien, glaube ich, dazu? Das wurde in einem, das sagt zum Beispiel der Matthias Cebula im Kongress, dass in New York wurde in verschiedenen Salatbars oder Restaurants geschaut, bei Salaten, die dort angeboten wurden. Und da, weiß ich, irgendwie über 90% der Salate, die man kaufen konnte, da waren Parasiten oder Parasiteneier drauf. Genau, also über Lebensmittel. Über Lebensmittel, weil auch zum Beispiel gerade in der konventionellen Landwirtschaft mit Gülle gedüngt wird. Und Gülle, müsst ihr euch vorstellen, ist natürlich so der letzte Rest, was aus der ganzen Massentierhaltung, ja, jetzt, sage ich mal, die Nebenerzeugnisse davon, wo auch natürlich Parasiten extrem stark vertreten sind, wenn man sich anschaut, wie es den Tieren dort geht und unter welchen Umständen die leben und dass es nicht gerade ihr Immunsystem stärkt. Und die scheiden natürlich auch Sachen aus und die landen dann auch auf Lebensmitteln, je nach Biosiegel unterschiedlich. Also teilweise EU-Biosiegel lässt sogar Gülle zu zum Düngen. Aber je höher, je hochwertiger das Biosiegel, desto ja, mehr wird da auch auf die Qualität, sage ich mal, geachtet. Also alles, was in die Richtung geht, Salate und so weiter und so fort, was am Boden wächst. Jetzt hatte ich gerade einen Rauschen in der Leitung. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ich höre Ja, dich. Ich hoffe, okay. ihr hört Sören auch. Ja, Wir genau. wollen das alles gar nicht so genau wissen. Das ist, heute Wollte nicht, okay. wird unser Weltbild zerstört. Ja, Also dann auch. unser idyllisches. Also es ist wirklich, ja. Gut. Dann Es ist noch, sehr spannend. ja, sämtliche, sag ich mal, rohe tierische Lebensmittel. Sushi. Sushi, Klassiker, ist eigentlich immer mit Parasiten verseucht. Oh Gott, okay. Nie wieder Sushi. Nie wieder Lachs. Nie wieder Geräucherlachs. Räucherlachs, das sind Der auf ist jeden Fall auch sowieso Parasiten. mit Schwermetallen. Ja, gut, manche essen es trotzdem, aber Räuchern killt auf jeden Fall nicht die Parasiten. Schon ein Okay. bisschen anders sieht es aus, wenn es gefroren wird. Da werden viele abgetötet. Aber auch nicht alle, aber viele. Genau, also Sushi, aber auch sowas wie, was weiß ich, Hackfleisch, Mett, Schinken, das ist ja alles Fleisch, was nicht zerrissen. Salami ist ja roh. Genau, mehr oder weniger roh. Da kann es überall drin sein. Genau, was haben wir noch? Auf dem Dann Obst, ne, wahrscheinlich. Auf dem Obst, auf dem Obst, auf ja. dem Bio-Apfel. Leider ja, gibt es Wir Untersuchungen. entgehen dem nicht. Ja, wir entgehen dem nicht. Ja. Zum Beispiel zwei Sachen noch zum Thema Obst, habe ich vom Rolf Jansen Rostek gelernt. Der hat selber da Studien durchgeführt. Die haben zum Beispiel, glaube ich, Orangen untersucht. Ich weiß nicht, ob sie Bioqualität hatten oder nicht, aber die haben geguckt, die haben das, glaube ich, in Wasser gelegt und dann ein bisschen wirken lassen und dann haben sie halt geschaut, okay, was ist drin und die hatten eigentlich alle irgendwelche Parasiten oder Würmer oder Eier drauf. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, warum das so ist. Es kann zum Beispiel auch sein, also einmal das Wasser oder der Dünger, mit dem dort gearbeitet ist, belastet ist oder auch, dass Leute, die diese Sachen berühren, und es wird ja von vielen Leuten angefasst, einfach, dass da auch die Parasiten herkommen. Plus, was ich auch nicht vorher wusste, aber es gibt zum Beispiel auch Melonen. Anscheinend ist das gängige Praxis, dass in Melonen, um das Gewicht zu steigern, weil teilweise wird ja nach Gewicht bezahlt bei den Melonen, dass da noch einfach Wasser reingespritzt wird. Also, und keine geringen Mengen. Und da wird jetzt nicht gefiltertes Wasser genommen, sondern vielleicht auch das, was gerade so zur Verfügung ist, aus der Leitung oder vielleicht sogar noch schlimmer. Und
wie wir auch wissen, ist die Wasserqualität in Deutschland nicht besonders gut, obwohl schon auf vieles geachtet wird. Und gerade aus Ländern, wo das Obst kommt, ist die Wasserqualität noch deutlich schlechter und das wird dann teilweise in die, ja, in Melonen zum Beispiel reingepumpt. Nie wieder Melone. Na, ich denke nicht, dass das bei einer Demeter-Melone so gemacht wird, aber bei anderen kann ich es mir schon vorstellen. Was auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema Haustiere. Wir haben in Ja, so, Deutschland jetzt jetzt geht's gegen meine Katzen. jetzt werden erstmal Meine lieben Katzen. 10, 20 Leute erstmal den Chat verlassen. Aber in Deutschland gibt es knapp 25 Wo liegen Millionen. sie? Da liegen Da sie liegen sie. irgendwo. Ich sehe es jetzt nicht. Hinter mir liegen zwei Katzen. Oh, nicht, dass sie jetzt gleich hier in den Bildschirm reinspringen, weil sie mich sehen. Genau, in Deutschland gibt es fast 25 Millionen Hunde und Katze. Nochmal zum Mitschreiben, fast 25 Millionen. Okay. Und genau. Also Haustiere sind mehr oder weniger richtige Parasitenschleudern, muss man so sagen. Sind eine der Hauptüberträger. Werden ja auch nicht umsonst teilweise behandelt. Teilweise mehrfach jährlich entwurmt. Fragt man sich Wir aber natürlich. nicht, wir nicht, nur die Tiere. Wir nicht, nur die Tiere, ja. Und Ja, ich meine, es ist jetzt ein Spaß, aber teilweise ist die Veterinärmedizin fortgeschrittener als die Humanmedizin, muss man wirklich sagen, in ja. solchen Aspekten, ja. Ja. Weil Tiere werden regelmäßig, da wird das bedacht, dass Parasiten Tiere belasten, aber bei uns ist das eben ein Randthema immer noch. Ja. Genau, bei den Haustieren muss man ja auch ganz klar sagen, dass vielen Haustieren geht es nicht so gut. Die haben nicht so ein starkes Immunsystem, die kriegen keine gesunde Nahrung, die bekommen vielleicht Medikamente, die sind wenig draußen vielleicht. Und demzufolge haben da auch Parasiten ein leichteres Spiel als, also was weiß ich, eine Wildkatze, die jetzt in der Natur lebt, Die ist voller die Zecken, die ist voller Zecken. Ich meine, das sind auch, Freigänger und dann ja. bringen sie die Zecken. Also es ist diesem Thema kann man einfach nicht entgehen. Ja, das ist Ja. einfach so. Das ist zur Kenntnis zu nehmen, dass wir Auf so jeden oder so. Fall. Aber zentrale Message, mehr oder weniger muss ich so deutlich aussprechen, auch wenn ich jetzt den Leuten damit vor den Kopf stoße. Wer Haustiere hat und mit denen auch in Kontakt ist, mehr oder weniger, gibt es ja verschiedene Stufen, sage ich mal. Manche lecken auch ihr Tier ab oder lassen sich ablecken, obwohl es vielleicht vorher noch an einem Hundehaufen rumgeleckt hat oder was auch immer. Oder schlafen sogar mit ihren Tieren im Bett oder lassen die Tiere auf was auch immer. Hat mehr oder weniger auch die Parasiten des Haustieres. Weil die Parasiten wollen natürlich auch sich verbreiten und neue Gebiete erkunden. Und das muss man ganz klar sagen an dieser Stelle. Und dass, wenn es da gesundheitliche Probleme gibt, dann sollte man auch immer das mit in die Anamnese zumindest mit einbeziehen, das Thema Parasiten. Wenn man gerade, Ja. also generell, aber speziell, wenn man halt so viel auch Haustierkontakt hat. Dann natürlich kann es auch von Mensch zu Mensch übertragen werden. Auch beim Geschlechtsverkehr zum Beispiel kann auch viel, ja, auch, man munkelt auch, dass Borrelien zum Beispiel da übertragen werden, aber auch andere. Auch beim Küssen. Beim Küssen auch, ja. Ich meine, ich würde jetzt trotzdem nicht empfehlen, sich mit einer Maske zu küssen, aber man sollte es einfach auf dem Schirm haben. Das heißt ja nicht, dass man danach todkrank wird, aber sollte man einfach bedenken. Und es gibt auch nicht, also es gibt auch richtig führende Parasitenärzte, Parasitenexperten, die sagen, ich behandle ich nur, wenn es die ganze Familie macht. Sonst macht gar keinen Sinn. Also ich kann ja nicht, ich mache ja jetzt nicht mit dir eine richtige Therapie. Und dann steckst du dich einfach wieder an von den Kindern oder vom Partner, weil die haben ja dann alle die gleichen Parasiten. Also weiß ich auch, dass das Leute machen, die sich sehr gut auskennen, dass die sagen, nee, also entweder wir behandeln euch alle oder wir testen alle mal durch und gucken, ob das ein Thema ist oder können wir es gleich lassen. Was auch gesagt werden muss, ganz klar, ist, dass auch Parasiten schon in der Schwangerschaft von Mutter auf Kind übertragen werden können. Also es gibt einige Parasiten, die plazentagängig sind.
viele Gifte übrigens auch. Das heißt, wir können auch schon Parasiten haben, ja, quasi bevor wir auf die Welt kommen. Und dann Ja. würde ich auch noch dazu zählen bei den Infektionsquellen, alles, was so Richtung, sag ich mal, Hygiene geht. Das geht von Türklinken Betten über, ja, Betten, was gibt's noch? in Hotels. Hotels ist nochmal ein Thema für sich, in den Betten, auch auf den Toiletten, U-Bahnen. ja, genau. Also Toiletten, öffentliche Toiletten, wenn möglich, meiden oder irgendwie so verwenden, dass man da nicht in Kontakt kommt. Was gibt's noch? Ja, also einfach da, wo viele Leute Flugzeuge, Flugzeuge. Flugzeuge, ja, sind auch ziemliche Giftschleudern, aber auch können Parasiten auch vertreten sein. Eigentlich Gut. alles, wo viele Leute anfassen und man auch anfasst, Ja, sollte man auf dem also wir Schirm haben. haben, so, lass uns jetzt hier eine positive Wendung in dieses Gespräch hineinbringen, weil wir haben verstanden, wir sollten eigentlich keusch leben und uns entweder in einen Käfig einschließen Nee, oder nee, ja, nee. also nein, ich übertreibe jetzt, Ja. aber jedenfalls, ja, man muss das ein bisschen mit Humor nehmen, weil in Wirklichkeit ist es natürlich ein sehr schockierendes Thema. Lass uns dazu kommen, was kann man gegen die Parasiten tun? Also wir halten fest, sie können, es gibt sehr viele einfach Parasiten, also auch in dem einen Interview ist ja von, ich weiß nicht, 10.000 verschiedenen und nur ein kleiner Teil ist überhaupt bekannt. Kommen wir mal dazu, wie kann ich das überhaupt testen? Und dann schauen wir, was kann ich gegen meine Parasitenbelastung dann tun, sofern ich einmal überhaupt davon erfahre, dass ich damit belastet bin, nicht? Es gibt ja Labortests, es gibt energetische Tests. Was ist denn da sinnvoll? Ja, ja, schwieriges Thema, weil Parasiten sind relativ schwer zu diagnostizieren, zumindest einige oder zumindest viele von den Parasiten. Zum Beispiel, also klassisch wird ja die Stuhlprobe genutzt, wird einfach, wenn jemand, also wenn überhaupt von einem Hausarzt das jetzt mal so abgecheckt wird oder wenn er es auf dem Schirm hat, dann wird so gesagt, na gut, machen wir mal eine Stuhlprobe und gucken, ob da Parasiten drin sind. Die wird aber in den meisten Fällen negativ sein, weil innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit die Parasiten, wenn sie im Stuhl sind, sich schon quasi zersetzen, auflösen und dann ist es im Stuhl nicht mehr nachweisbar. Höchstens, man müsste quasi den Stuhl nehmen und dann frisch, wie er ist, direkt ins Labor bringen, dann könnte man welche erwischen. Aber ja, von der Diagnostik halte ich persönlich nicht viel und genau nicht viele Leute, die sich mit dem Thema auskennen, die jetzt sagen, ja, okay, das ist, bringt was. Sozusagen. Dann gibt es, ich sag mal so, verschiedene Tests im Blut und so weiter, wo es auch, also auf spezielle Sachen gut getestet werden kann. Da würde ich euch empfehlen, das Interview mit Dr. Armin Schwarzbach anzuschauen. Der hat da auch verschiedene Tests Ja, entwickelt. der leitet ja ein Labor, der wirklich gibt so spannende Interviews, auch zu Richtig. Borrelien. Richtig. Und dann wird es aber auch schon dünn, sozusagen. Dann wird es schon schwierig. Und was ich so, ja, weiß, ich beschäftige mich jetzt schon seit einigen Jahren mit dem Thema und habe ja auch mit vielen Leuten darüber gesprochen, habe auch, ja, mir mal so ein paar Praxen von innen angeschaut, von Leuten, die da gute Erfolge haben. Was auf jeden Fall noch, wenn es richtig gemacht wird, sehr effektiv sein kann oder sehr genau sein kann, ist, dass man es testet über Kinesiologie oder Nach über. Dr. Klinghardt, ne? Der hat ja ein eigenes kinesiologisches Austestungssystem, ein sehr umfangreiches entwickelt, das auch in Europa, also Menschen von ihm gelernt haben, ne? Richtig, also das ist eine Möglichkeit. Es muss aber auch ein, sage ich mal, ein kompetenter ja, Therapeut machen, weil natürlich kann das Ergebnis auch beeinflusst werden. Das ist nochmal eine Wissenschaft für sich. Ich bin jetzt da kein Fachmann. Und dann alles, was so Richtung Bioresonanz und Frequenzen geht, weiß ich auch, dass führende Ärzte, Kliniken und so weiter damit arbeiten. Quasi jeder Parasit hat auch eine Frequenz. Und man kann quasi austesten, wenn es in Resonanz geht, dann weiß man, okay, der Parasit ist im Körper drin. Und dann gibt es auch spezielle Frequenzen, die
dann auch die Parasiten schwächen oder zerstören. Es gibt verschiedene Ansichten dazu. Absolut, ja. Da habe ich auch selber experimentiert mit einer Plattform, die also von einem oder mehreren Therapeuten propagiert wird. Und da kannst du dann auf Borrelien und alles Mögliche kannst du dann das Wasser aufladen, nicht? Du tust das auf so einen Magneten stellen, ein Glas Wasser, lädst das dann mit der Frequenz gegen diesen oder jenen Parasiten, lädst du das Wasser auf und anscheinend, weil viele gegen Borrelien kann man ja gar nicht so viel tun, nicht? Es gibt ja viele eben Parasiten, wo es kaum Behandlungsmöglichkeiten gibt und mit der Frequenztherapie, nicht? Da gibt es also das, was ich da meine, ist eben mit Wasser aufladen, aber es gibt eben auch über, wie heißt das, also Elektrofrequenzen, nicht? Da, wo du dich an so eine Art Apparat anschließt, da gibt es ja auch alles Mögliche. Also das sind alles neue Therapiewege, die noch weiter ausgebaut werden in Richtig. der Und Zukunft, nehme ich mal an. so neu sind sie gar nicht. Die sind Ja, teilweise das auch schon stimmt, das 100 stimmt. Jahre alt, aber wurden Haben jetzt ein Revival, genau. haben Ich denke Revival. da an, wie heißt Aber dieser Arzt, der das, der Arzt, der dann komplett angefeindet wurde, ich habe es jetzt vergessen, der die ganzen Raymond Frequenzdinger. Wythe. Ja, genau, Genau. danke. Der wurde massiv attackiert, auch nochmal eine wichtige Info hier für die Leute, die zuhören. Der hatte da sehr gute Erfolge bei auch Leuten, die austherapiert waren und Krebs hatten. Das heißt, denen wurde gesagt, ja, wir können euch nicht mehr helfen, ihr werdet mehr oder weniger bald sterben. Und er hat die mit Frequenzen behandelt und hatte innerhalb von kurzer Zeit, hat er die meisten davon quasi geheilt, außer zwei. Da hat er dann noch ein paar andere Sachen gemacht, dann waren die auch gesund. Und es hat aber einigen Kräften aus der Industrie nicht so gut gefallen. Und dann hat er sehr viele Probleme bekommen. Es wurde dann, ja, er wurde schikaniert, seine Labore wurden zerstört, er wurde, ja, mehr oder weniger verfolgt. Und man hat das dann alles sehr schlecht gemacht. Aber er ist so ein bisschen der, sag ich mal, einer der großen Pioniere der Frequenzmedizin. Und ja, das wurde dann irgendwann fortgesetzt, zum Beispiel von der Hulda Clark, die auch sehr viel auf das Thema Parasiten Ja, genau. eingegangen ist. Und Tolle dann wurde es jetzt Frau auch. immer weiterentwickelt, sozusagen. Und ja, ich denke auch, dass da sehr viel Potenzial ist. Und auch, ich weiß, dass damit sehr erfolgreich behandelt wird. Ich war auch schon in der, zum Beispiel in der Swiss Mountain Clinic, die arbeiten dort auch. Also für die sind Parasiten auch ein zentraler Faktor, der Haben quasi wir auch fast ein bei Interview im Kongress? Ja. richtig, wo sie auch genau, also was sie fast bei jedem mit behandeln, mehr oder weniger, und sie arbeiten auch bei jedem eigentlich mit Frequenzen. Es wird vorher ausgetestet und dann wird behandelt. Und ich habe mich dort auch mit Leuten unterhalten, zum Beispiel, die haben gesagt, ja, Frequenzbehandlung, ein paar Stunden später Wurm ausgeschieden. Klingt jetzt vielleicht für den einen Unglaublich. oder anderen schwer vorstellbar, aber ja, ist so. Ja. Okay, also jetzt lass uns zu den Lösungen kommen, zu den Therapien, damit wir hier optimistisch im letzten im Drittel des Gesprächs die sehen, was wir alles tun können. Und da ist ja wirklich in deinem Buch und auch am Kongress sind ja so viele spannende Therapiemöglichkeiten vorgestellt. Also wir halten fest von der Diagnostik, weil da haben wir auch ein paar Fragen im Chat. Also die Diagnostik ist eben nicht so einfach. Einige Parasiten können im Blut oder im Stuhl getestet werden oder eben mit so Methoden wie, also ich kenne auch Bioresonanzmethoden oder eben Kinesiologie. Also es ist einfach nicht so leicht, die festzustellen. Und jetzt, Sören, lass uns darüber reden, mit welchen Nährstoffen, mit welchen Einläufen, mit welchen ganzheitsmedizinischen Verfahren und dann aber auch mit welchem Lifestyle, mit welcher Ernährung wir die Parasiten eben zum Verschwinden bringen können. Ja, ich würde noch mal eine Stufe weiter vorher ansetzen. Ja. Weil du hast ja auch am Anfang angedeutet, es gibt verschiedene Faktoren, Lifestyle-mäßig, die erstmal dafür sorgen, dass Parasiten ein noch größeres Thema werden. Und wenn ich die alle schon mal positiv beeinflusse, dann habe ich ein ganz anderes gesundheitliches Fundament und dann wird auch schon der eine oder andere Parasit
freiwillig den Wirt verlassen oder unser Immunsystem ist wieder stärker und kann die eliminieren. Das würde ich jetzt einfach mal so ein paar, sag ich mal, Sachen noch einfach nennen, die sehr wichtig sind und die man erstmal vorher machen kann. Man sollte seine Ernährung umstellen. Ich werde das jetzt nicht weiter ausführen, aber ich sage einfach nur, dass wichtig ist, Ernährung umstellen, reines Wasser trinken, dann auch die Magensäure stärken, weil die Magensäure ist ganz Ja, wichtig, ja. weil die kann schon einen großen Teil der Parasiten, die man über die Nahrung aufnimmt, abtöten. Wichtig ist aber, dass die meisten Leute haben eine zu schwache Magensäure, weil sie Ja. sich ungesund ernähren, weil sie im Stress sind, weil sie übersäuert sind, weil sie auch nicht genügend Bitterstoffe zum Beispiel zu sich nehmen. Ja. Dann kann man vorher schon verschiedene Maßnahmen machen, um seine, sage ich mal, Entgiftungsorgane zu stärken, zu reinigen. Das heißt, man kann den Darm schon mal sanieren, man kann eine Leberreinigung durchführen, um die Kanäle schon mal wieder ein bisschen frei zu machen, zu entlasten. Da kommt bei dem einen oder anderen auch schon Parasiten mit raus. Und um die ein bisschen wieder auf Vordermann zu bringen. Wenn man dann noch schwerere Geschütze auffährt, dass dann die Parasiten auch möglichst schnell ausgeschieden werden können. Das nächste Thema, Parasiten haben häufig viele Gifte in sich. Wenn man die abtötet, kann es sein, dass die quasi aufplatzen, mehr oder weniger, und dann die ganzen Gifte frei werden. Und die müssen dann gebunden werden und schnellstmöglich ausgeschieden werden. Dann Thema Elektrosmog. Ganz wichtig. Es ist auch bewiesen, dass Parasiten aggressiver werden, wenn sie auch Elektrosmog ausgesetzt sind. Das sieht man auch im Blut. Zum Beispiel gibt es auch ein extra Interview dazu mit Christian Dietrich-Opitz. Auf jeden Fall anschauen. Was ist noch wichtig? Auch zum Beispiel die Körpertemperatur ist sehr wichtig. Die meisten Leute, vor Ja. allem die chronisch krank sind, haben eine zu niedrige Körpertemperatur, teilweise nur 36 Grad oder sogar weniger, teilweise ein bisschen über 36 Grad. Dann kann unser Immunsystem nicht mehr richtig funktionieren. Verschiedene enzymatische Prozesse können nicht mehr richtig ablaufen, weil einfach die Temperatur zu niedrig ist. Das kann man auch vorher mit verschiedenen Maßnahmen, kann man die Temperatur erhöhen, sodass das Immunsystem dadurch auch schon sehr stark gestärkt ist. Plus, Es gibt dieses Buch, das heißt, glaube ich, 37 Grad heißt, glaube ich, dieses Buch, wenn ich das ja, richtig in Erinnerung habe, wo Buchkraft, ja. ein Arzt oder Heilpraktiker das erklärt, eigentlich sollten wir alle 37 Grad Körpertemperatur haben, nur wir schaffen es nicht bis dorthin. Also ich kann mich erinnern, ich hatte phasenweise, wie ich mich recht krank gefühlt habe mit der Schilddrüse, habe ich am, also einmal habe ich gemessen, ich habe 34 irgendwas gehabt am Abend. Ja, ich bin so erschrocken. Also so weit runter kann das gehen, ja, die Körpertemperatur unglaublich, ja. Und wenn man weiß, dass eigentlich das gesunde 37 wäre und wir da alle oder die meisten von uns da drunter liegen und ja, es gibt ja auch diese Fieberkuren, die viele Krankheiten abtöten. Und deswegen sollten wir ja auch unsere Kinder fiebern lassen. Also ich habe immer versucht, ich habe auch meine Kinder immer hochfiebern lassen, weil ich um die Heilkraft des Fiebers eben weiß. Und ja, also das war jetzt nur noch eine kleine Bemerkung zur Körpertemperatur. Ja, sehr wichtig. Wird häufig unterschätzt, aber viele sind davon betroffen. Genau, wie kann ich jetzt Parasiten behandeln? Oder was auch noch wichtig ist, ich kann auch schon allein dadurch, dass ich entgifte, dass ich verschiedene Entgiftungsmaßnahmen mache, kann ich meinen Körper entlasten, kann ich das Milieu verbessern, kann ich mein Immunsystem stärken, kann den Parasiten mehr oder weniger den Nährboden zumindest etwas entziehen. Dadurch kann man auch schon einiges erreichen. So. Die Frage ist halt, okay, also wenn jemand stark, also vielleicht sehr stark krank ist, wo es auch um Zeit geht, der jetzt vielleicht nicht sich allein behandeln kann, sozusagen, dann gibt es auch den Ansatz, okay, wir müssen mehreres gleichzeitig machen. Wir müssen gleichzeitig entgiften, wir müssen den mit Nährstoffen voll pumpen und wir müssen auch gleichzeitig Parasiten angehen. Das habe ich auch schon von vielen Ärzten gehört, wo es halt dann, sage ich mal, schwierige Fälle sind, dass sie dann mehr oder weniger auf vielen Ebenen gleichzeitig ansetzen und dass so schnell wie möglich halt Besserung eintritt. Wichtig ist natürlich auch, dass man den Organismus nicht überfordert und zu viel auf einmal macht oder zu viele Parasiten abgetötet werden, die dann den Körper weiter vergiften. Muss man ein bisschen aufpassen. Wie kann man jetzt Parasiten behandeln? Also zum Beispiel auch wichtig,
die Ernährung. Es bringt jetzt nicht, sich mit minderwertigen Lebensmitteln, ja, minderwertige Lebensmittel zu konsumieren und dann eine Parasitenkur zu machen. Da wird man jetzt nicht so den großen Erfolg haben. Das heißt, die Ernährung umstellen und da auch speziell antiparasitäre Sachen integrieren. Das heißt, alles, was bitter ist, alles, was scharf ist, alles, was fermentiert ist, alles, was ganze hochwertige Lebensmittel sind, die Parasiten nicht füttern. Wie zum Beispiel Wildkräuter, wie zum Beispiel Fermente wie Sauerkraut oder Kimchi zum Beispiel. Gewürze wie Papayakerne ist zum Beispiel super. Da ist das Papain. Ja. Das ist Papain drin, was auch, wo es gute Studien gibt zu Papain und auch zu Papayakern, dass allein dadurch schon ja, zum Beispiel Kinder in Ländern, wo Parasiten traditionell ein großes Thema sind, ich weiß jetzt nicht, ob es in Asien war oder in Südamerika, wo es gute Studien gibt, dass sie dann deutlich ihre Parasiten reduzieren konnten. Ja, sämtliche Gewürze, die so in, auch in Richtung scharf bitter gehen, wie Ingwer, Kurkuma, Chili. Was gibt's noch? Auch, sage ich mal, die Küchenkräuter, die ganzen ätherischen Öle, die da drin sind, ist auch keine schlechte Idee, einfach sich viel damit zu versorgen. Thema Fasten kann auch sehr hilfreich sein, wenn man aber, muss man sich dazu in der Lage fühlen. Ich persönlich halte es für ein sehr starkes Werkzeug, wenn man fastet und das noch, also ich persönlich finde am besten mit frisch gepressten Säften zu fasten, wo auch viel Grün drin ist, am besten noch Wildkräuter. Und wenn man das noch kombiniert mit antiparasitären Maßnahmen, habe ich persönlich auch gute Erfahrungen gemacht, dass dann auch, ja, teilweise massiv Parasiten ausgeschieden werden können, weil, sag mal so, die Parasiten weniger Nahrung bekommen. Der Darm ist mehr oder weniger leer und wird dann geflutet, einmal mit Nährstoffen, also mit, aber mit Nährstoffen, die uns stärken, mit Mineralien, Vitaminen, Spurenelementen und dann, wenn man dann noch ein paar antiparasitäre Mittel einsetzt, kann da schon einiges rauskommen. Wird vielleicht auch den einen oder anderen dann überraschen, wenn er mal in die Klosschüssel schaut. Was kann man noch machen? Also es gibt natürlich verschiedene Kräuter, die hilfreich sind. Relativ bekannt ist zum Beispiel die Kombination aus Schwarzwalnuss, aus Wermut und Nelken. Das war so eine traditionelle Genau. Kultur, die, wo es ja vor, die schon ja, mehrere Jahrzehnte alt ist, sage ich mal, und die mit großem Erfolg eingesetzt wurde. Laut meiner Erfahrung, meiner Sicht, und da bin ich nicht alleine, reicht sowas in der heutigen Zeit nicht mehr aus, weil das Parasitenthema noch deutlich größer ist als noch vor einigen Jahrzehnten. Das Gibt es heißt, auch man in der soll. Spagyrik, nicht? Ich kenne das aus der Spagyrik, diese, die du genannt hast. Als spagyrische Essenz. Ja. Ja. Meiner Meinung nach sollte man das noch mit anderen Sachen kombinieren, die zusätzlich auch noch antiparasitär wirken. Ach so, Knoblauch hatte ich ganz vergessen. Knoblauch, Ge super. Wenn man Karotte. Karotte, Gerieben. genau gerieben oder als Saft, da muss aber auch ganz klar gesagt werden, bei den Karotten oder generell, aber auch speziell bei den Karotten, ist es ein großer Unterschied, ob es eine konventionelle Karotte ist, eine EU-Bio-Karotte ist oder eine samenfeste Demeter Karotte ist Also Möhre, quasi ne? Möhre. genau Möhre. Weil das, die hat noch ganz andere Kräfte, die ursprüngliche Karotte im Vergleich zu den Aha. hochgezüchteten. Wie heißen die, die man da präferieren sollte? Welche hast du da jetzt genannt? Ich Welche Sorte? Möhre? hab nur gesagt samenfeste. Also samenfestes Saat. Samenfest. Genau, dass man daraus quasi wieder neue Samen gewinnen kann und kein, nicht die Hybridsorten. Und da gibt's Okay. halt, gibt's große Unterschiede sozusagen. Genau, Papayakerne hatte ich auch schon gesagt. Was, ja, es gibt noch verschiedenste Kräuter, zum Beispiel auch Artemisia annua Ja. ist sehr interessant, gerade auch weil es im Blut wirkt und sogar in den Zellen wirken kann. Gibt es auch als Infusion, gibt es auch als Extrakt, wird mit großen Erfolgen eingesetzt, wird auch stark bekämpft.
ist in Deutschland nicht mehr als Nahrungsergänzungsmittel oder sonstiges zugelassen, sondern eher nur als Badezusatz oder Räucherwerk. Man kann es Und aber jetzt trotzdem einnehmen. Ich habe es bestellt und ich nehme es ein. kann man machen, ja. Sicherlich keine schlechte Idee. Auch, sage ich mal, in der indischen Medizin, also Ayurveda, die auch sich traditionell mit dem Thema auseinandergesetzt haben, gibt es auch einige spannende Mittel, wie zum Beispiel Haritaki oder Neem, kennt vielleicht der ein oder andere, die auch stark antiparasitär wirken. Dann, was jetzt erst seit ein paar Jahren bekannt ist, ist Mimosa pudica. Die Pflanze scheint den großen Vorteil zu haben, dass sie in der Lage ist, die Parasiten mehr oder weniger so zu umschlingen und dass die Parasiten im Ganzen ausgeschieden werden. Häufig, also bei anderen Mitteln ist es so, auch bei schulmedizinischen Mitteln, dass die Parasiten halt abgetötet werden oder so also zerstört werden und dann quasi platzen in uns, wo dann die ganzen Gifte frei werden, was dann auch zu sogenannten Die-Off-Symptomen führen kann. Das heißt, man bekommt ja, Kopfschmerzen, Kreislauf, einem geht es nicht gut, weil ja die ganzen Gifte freigesetzt werden. Und das hat zum Beispiel einen großen Vorteil von der Mimosa pudica. Und auch generell sollte man auch die Parasiten von oben und unten behandeln. Das heißt, sowohl Sachen, die man oral einnehmen kann, plus auch über Einläufe oder Zäpfchen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Knoblaucheinlauf wirkt stark antiparasitär. Zäpfchen ist auch nochmal so ein Thema für sich, kann man sich selber herstellen. Früher gab es sogar welche auf dem Markt, antiparasitäre Zäpfchen mit speziellen Wirkstoffen drin, die mussten aber leider vom Markt genommen werden, weil da das angesprochene Artemisia annua unter anderem mit drin war. Und es war dann halt nicht mehr zugelassen, sind aber sehr effektiv. Man kann auch ganz einfach eine Knoblauchzehe nehmen, die ja, schälen, anschneiden und das einfach als Zöpfchen verwenden. Bringt auch schon viel. Wirkt Man auch kann. gegen Scheidenpilz bei Okay, Frauen. habe ich persönlich keine Erfahrung, aber Ja. ja, genau. Ätherische Öle also man kann sich auch Zäpfchen herstellen aus ätherischen Ölen, zum Beispiel mit Kokosöl als, sag ich mal, Trägersubstanz und dann halt mit speziellen ätherischen Ölen, die antiparasitär wirken. Was ich persönlich auch gut finde und wo ich auch gutes Feedback bekomme, ist zum Beispiel das hier. Das nennt sich Restore. Da sind auch einige Sachen drin, die ich gerade aufgezählt habe, wie zum Beispiel Kurkuma, wie zum Beispiel, was haben wir noch drin? Aloe Vera habe ich gar nicht erwähnt, die einfach auch auf den Darm positive Auswirkungen haben. Und wo mir auch schon zum Beispiel mehrere Leute gesagt haben, nachdem sie das genommen haben, haben sie Parasiten ausgeschieden. Auch Kinder haben dann Madenwürmer und so weiter sind sie losgeworden. Ist auch sehr spannend. Gibt viele Kolonhydrotherapie fragt jemand. Kolonhydrotherapie, kann Ja. man. Ja, ich persönlich, das ist aber ein bisschen meine eigene Meinung, halte nicht so viel von Kolonhydrotherapie, wenn man sich also während im Alltag, sage ich mal, wenn man in seinem ganz normalen Gesundheitsalltag ist. Also ich persönlich halte Kolonhydrotherapie für besonders effektiv, wenn man fastet, weil einfach dann schon der Darm leer ist über gewisse Zeit und ich das Gefühl habe, das wirkt halt dann deutlich intensiver, weil der Körper eh in so einem Reinigungsmodus ist. Und wenn du so einen komplett leeren Darm da nochmal dann Kolonhydrotherapie nutzt, dann kann das schon durchschlagender Erfolg haben, so im wahrsten Sinne des Wortes. Kannst so wahrscheinlich auch, gerade auch bei Leuten, die massive Verdauungsprobleme haben, die Verstopfung haben, wo einfach wahrscheinlich kiloweise Müll im Darm ist, wird es auch so gut helfen. Aber wer vielleicht schon ein paar Sachen gemacht hat und mit Kolonhydrotherapie liebäugelt, aus meiner Erfahrung sollte der mal probieren, das während des Fastens zu machen. Okay. Genau, und noch ganz wichtig, Parasiten sind besonders aktiv zur Zeit des Vollmonds.
Und da gibt es auch viele positive Erfahrungen und einige Therapeuten, Ärzte schwören auch darauf, gerade zur Zeit des Vollmonds die Parasiten ja besonders aggressiv zu behandeln. Zum Beispiel, weil sich viele Parasiten auch zu dieser Zeit fortpflanzen und dann eventuell ein bisschen geschwächt sind oder mit den Gedanken woanders, wodurch dann man sie besser behandeln kann. Also zum Beispiel in der Swiss Mountain Clinic, die haben auch spezielles Vollmondparasitenprotokoll. Auf meiner Seite findet ihr auch eins, zum Beispiel bei Artikeln. Könnt ihr einfach mal oder könnt ihr einfach bei Google eingeben, Sören Schumann Vollmondparasitenkur. Ist generell nicht verkehrt, auch immer wieder das zu jeder Vollmondphase mal einfach, man muss jetzt nicht komplett direkt so eine riesige Kur starten, aber einfach zu dieser Zeit vermehrt antiparasitäre Maßnahmen umzusetzen, wie zum Beispiel Zäpfchen oder Einläufe oder auch einfach Sachen, also spezielle Antiparasitenmittel einzunehmen, haben wir ja schon verschiedene gesagt. Das in der Zeit vermehrt zu machen, kann auch eine sehr gute Präventivmaßnahme sein und auch eine gute therapeutische Maßnahme. Wir haben noch nicht so über Nährstoffe gesprochen, wie zum Beispiel MSM ist doch ein bekanntes Mittel gegen Parasiten, auch was ich so weiß. Richtig, MSM ist super und generell rate ich natürlich auch die Nährstoffe, sich gut mit Nährstoffen zu versorgen, weil dann das Immunsystem einfach deutlich besser funktioniert, das Entgiftungssystem deutlich besser funktioniert, dass die Darmgesundheit fördert. Allein schon dadurch, dass viele Leute haben Magnesiummangel, haben dadurch zum Beispiel auch Verstopfung. Da kann schon allein Magnesium helfen, dass ich wieder einen geregelten Stuhlgang habe. Das ist gut, auch in Bezug auf die Parasitenthematik. Und genau, MSM, organischer Schwefel, hat auch großes antiparasitäres Potenzial. Gibt es auch einige Studien dazu in Bezug auf die antiparasitäre Wirkung. Einmal wirkt es indirekt antiparasitär, weil es zum Beispiel das Immunsystem stärkt, weil es die Regeneration der Darmschleimhaut fördert, weil es die Entgiftungsfunktion generell und zum Beispiel auch in der Leber unterstützt. Das sind alles Faktoren, die, sage ich mal, indirekt antiparasitär wirken, weil sie uns stärken, weil sie uns in die Selbstheilungskräfte bringen, weil sie unseren Gesamtorganismus stärken. Und zudem gibt es Studien, die zeigen, dass MSM zum Beispiel wirksam ist bei Giardien, also Giardia lamblia. Das ist ein sehr weit verbreiteter Parasit, häufig auch durch, also manche sagen, jeder Hund hat das und jeder Hund infiziert sich immer wieder damit. Das heißt, jeder, der auch Kontakt zu Hunden hat, sollte das auf dem Schirm haben, dass er auch selber das eventuell haben könnte. Die können auch zum Beispiel ein zentraler Auslöser sein für sämtliche Unverträglichkeiten. Auch sowas wie Fructose- oder Laktoseunverträglichkeit kann häufig mit Giardia lamblia zu tun haben. Ansonsten kann es noch gegen verschiedene Würmer wirken, wie zum Beispiel Spulwürmer, Fadenwürmer, Madenwürmer oder auch gegen Trichomonaden. Plus MSM kann auch die Blut-Hirn-Schranke überwinden und dort eventuell auch als, sage ich mal, als Schutz fungieren vor Parasiten im Gehirn. Habe ich, glaube ich, nur kurz angedeutet bisher. Also ja, sämtlich, also viele Parasiten können auch ins Gehirn gehen und dort auch ihr Unwesen treiben. Ja, ich glaube, am Anfang hatte ich es kurz angedeutet. Und genau. Das heißt, MSM, keine schlechte Sache auf jeden Fall. Sollte man integrieren, wenn man die generell, aber auch speziell, wenn man die ja, Parasiten sich mal vorknöpfen möchte. Ja, na sehr spannend. An der Stelle möchte ich das MSM bei unserem Partner Victilabs erwähnen. Da gibt es heute den Rabattcode 10% mit Medomio Live 2501. Ich habe es gerade gepostet. Und da könnt ihr ganz tolles MSM kaufen, wie auch zum Beispiel Bitterstoffe, die Sören auch erwähnt hat, ganz tolle Bittertropfen, die gerade wir Frauen auch regelmäßig nehmen sollten zur Aktivierung der Leber, die ja auch gegen Parasiten sehr wichtig ist, dass da die Leber gut aktiviert ist. Also schaut mal bei Victilabs vorbei, da gibt es außer MSM auch noch ganz andere, viele andere tolle Mittel, auch Kurkumin zum Beispiel, was Sören erwähnt hat, Kurkuma.
Also ja, schaut da mal gerne rein. Ja, Papa ihn habt ihr auch. Da rate ich euch, das Interview anzuschauen mit Alain Baklajan, Heilpraktiker, der auch sich seit Jahrzehnten auseinandersetzt mit dem Thema Parasiten und der zum Beispiel auch diese Beobachtung gemacht hat mit Parasiten und Regelschmerzen und Endometriose und so. Alles in diese Richtung. Und der hat sehr gute Erfolge mit hochdosierten Papain zum Beispiel. Noch in Toll. Verbindung mit Frequenzen zum Beispiel arbeitet er auch viel. Und da hat er mehrere hundert, glaube ich, schon oder vielleicht sogar 1000 positive Erfahrungen Auch diesbezüglich. Tiere kann man mit MSM behandeln. Bei Guardian fragt eine Userin. Ja, Tiere können auch. Bin Aber ich wie kein ist das bei Fachmann? MSM? Bin ich kein Fachmann, aber ich gehe davon aus, dass es auch Tiere, also dass Tiere auch MSM bekommen können. Müsste ich aber ehrlich gesagt jetzt nochmal recherchieren, aber ich gehe davon aus, dass man es auch machen kann. Im Zweifelsfall mal Dr. Google fragen oder einen kompetenten Veterinärmediziner. Ich gehe jetzt dann noch einmal ein bisschen die Fragen durch. Ja, genau. Wichtige Frage, wie bindet man so die Toxine, die sagen wir, ich töte jetzt die Parasiten ab mit irgendeiner dieser Methoden oder Mittel? Sollte ich da Chlorella gleichzeitig nehmen oder was kann ich tun, um die Toxine zu binden? Ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also geht auch ein bisschen nach Verträglichkeit. Der eine verträgt Chlorella sehr gut, der andere nicht. Der andere verträgt Zeolit sehr gut, der andere nicht. Also ich würde Aktivkohle. Aktivkohle, ja, kann man alles machen. Ich würde auf jeden Fall zum Beispiel die antiparasitären Mittel einnehmen und dann eine Stunde, anderthalb Stunden später zum Beispiel ein Bindemittel. Das kann sein Aktivkohle, das kann sein Zeolit, also generell immer auf hochwertige Produkte achten. Das kann sein Chlorella, kann sein zum Beispiel auch Clean Slate. Und generell, wenn man, sollte man darauf achten, dass man regelmäßigen Stuhlgang hat. Viele Leute gehen nicht mal haben nicht mal täglichen Stuhlgang. Eigentlich sollte es so sein, so viele Mahlzeiten, wie du zu dir nimmst, so häufig solltest du auch Stuhlgang haben am Tag. Wenn es nicht der Fall ist, gerade wenn man halt entgiftet oder wenn man auch so antiparasitäre Maßnahmen macht, dann sollte man eventuell mit Einläufen nachhelfen. Kann man auch normale Wassereinläufe machen, einfach, dass halt die Gifte schneller rauskommen oder die Parasiten schneller rauskommen aus dem Darm. Man kann aber auch spezielle entgiftende Einläufe machen, wie zum Beispiel Kaffeeeinläufe oder auch spezielle antiparasitäre Einläufe, hatten wir ja schon gesagt. Genau, also Bindemittel auf jeden Fall wichtig. Kann man die Parasiten mit ketogener Ernährung aushungern? Wurde gefragt. Gute Schon ein Frage. bisschen früher. Teilweise wird ketogene Ernährung empfohlen, weil gesagt wird, Kohlenhydrate sind Parasitenfutter. Ich sehe es ein bisschen anders. Es gibt auch hochwertige Kohlenhydratquellen und aus meiner Erfahrung ist es nicht selten so, dass Leute, die halt so in Richtung Ketogen gehen oder Low Carb, wenn man sich dann hochwertige Kohlenhydratquellen verbietet sozusagen, dass das dann nicht selten zu Heißhungerattacken führt, die genau, die dann dazu führen, dass man sehr viele, also dass man dann Sachen in sich reinfrisst oder auch teilweise starke Gelüste hat auf sehr ungesunde Lebensmittel, wodurch man sich vielleicht auf lange Sicht mehr schadet. Und aus meiner Sicht ist jetzt nicht die natürliche Ernährung des Menschen ketogen. Ja, wirklich total spannend. Vielleicht kommen wir dann langsam zum Ende. Es geht so ein bisschen in Richtung Entgiftung jetzt generell, was du gesagt hast, nicht? Vielleicht kann man da noch, was ist quasi spezifisch gegen Parasiten oder was kann ich da, überschneidet sich das dann im Alltag oft mit generellen Entgiftungsmaßnahmen, ja, wie ist das? Also du meinst, oder kannst du ein Beispiel nennen? Naja,
Naja, zum Beispiel ein Kaffeeeinlauf oder ein Knoblaucheinlauf oder auch eine Leberkur sind auch also Ja, das. Entgiftungsmaßnahmen, die ich regelmäßig machen kann. Und hier so, wo unterscheide ich dann, also wie kann ich wissen, ob ich mich dann auch, ich will ja oft, sagen wir, ich habe jetzt mit irgendeiner Methode bestimmte Parasiten, also gesehen, dass ich die habe. Dann muss man vielleicht ja dann noch viel spezifischer feuern, sozusagen gegen die Parasiten. Oder gibt es da auch regelmäßige Maßnahmen, die ich, sagen wir, einmal im Monat machen kann oder einmal im Jahr, wo man sagen kann, das sind jetzt wirklich antiparasitäre Maßnahmen, nicht? Das eine wäre Entschlackung und Entgiftung. Gibt es etwas, wo ich sagen kann, so wie man ein Tier regelmäßig entwurmt, dass man Ja. sagt, was kann ich tun, wo ich versuchen kann, meinen Körper von Parasiten regelmäßig zu befreien? Ja, also folgendermaßen. Also es gibt Sachen, die generell entgiftend wirken, wie zum Beispiel Kaffeeeinlauf oder eine Darmreinigung oder Leberreinigung. Aber allein durch diesen reinigenden Effekt haben sie auch gewissermaßen eine antiparasitäre Wirkung. So, also generell alles, was man für die Entgiftung macht, ist prinzipiell gut beim Thema Parasiten. Zumindest indirekt, weil sich einfach, weil der Körper mehr an die Selbstheilungskräfte kommt, weil das Immunsystem gestärkt wird, weil er sich besser regulieren kann. Und gerade bei so Reinigungssachen, wie zum Beispiel auch Leberreinigung, so ein Liverflush, zum Beispiel Leberflush, da können auch schon mal Parasiten rauskommen. Oder bei manchen kommen auch schon Parasiten raus, wenn sie einen ganz normalen Einlauf machen. Das ist sehr unterschiedlich. Und es gibt aber spezielle Maßnahmen, die halt spezifisch antiparasitär wirken, wie zum Beispiel, du hast genannt, Knoblaucheinlauf. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass der speziell eine entgiftende Wirkung hat, sondern der hat ganz klar eine antiparasitäre Wirkung. Oder Okay. es gibt halt auch verschiedene antiparasitäre Mittel, wie zum Beispiel auch Zäpfchen, die man sich selber herstellen Ja, kann, die wir die schon genannt haben. Okay. genau, die werden dann, da ist der Vorteil bei dieser Behandlung von unten sozusagen, dass man die Parasiten direkt im Dickdarm behandeln kann, dass auch teilweise die Stoffe direkt über die Darmschleimhaut aufgenommen werden, ins Blut übergehen können. Dann finde ich zum Beispiel auch super, dass dieses Mimosa pudica, was ich gesagt habe, oder Artemisia annua, die sehr stark antiparasitär wirken, oder auch die ayurvedischen Kräuter. Und dann noch einen speziellen, gibt es noch einen speziellen einen Antiparasitenkomplex, also so, wo viele verschiedene Pflanzenextrakte vereint sind, den ich auch gut finde. Und ich habe auch in meinem Buch, hast du am Anfang angesprochen, habe ich quasi so ein 12-Wochen-Programm, wo so ein spezieller Plan ist, der diese verschiedenen Maßnahmen, noch ein paar mehr, die ich gerade gesagt habe, miteinander kombiniert. Ja. Und was quasi so ein, ja, eine Orientierung gibt. Da gibt es so einen Wochenplan, eine Wochenübersicht und auch dann für jede einzelne Woche quasi ein Plan, der sich von Woche zu Woche ändert, sodass man dass man auch verschiedenste Parasiten behandelt, dass man auf verschiedenen Ebenen behandelt und auch immer mal die Mittel auswechselt, um da neue Reize zu setzen. Ganz toll, Sören. Wir haben jetzt schon ziemlich überzogen. Ich schaue jetzt gerade, ob noch eine wichtige, wenn er noch eine wichtige Frage hat, ja, wie geht man bei Kindern vor? Naja, ähnlich, ne, stelle ich mir vor. Da gibt es etwas was spezifisch. Ich meine, ich habe ja auch eine noch junge Tochter. Mir fällt es sehr schwer, ihr die Supplements zu geben oder sie zu motivieren, die zu nehmen. Dann ist es natürlich, wenn ich jetzt sage, mach einen Knoblaucheinlauf, ist das natürlich noch unrealistischer. Vielleicht gibt es sanfte Antiparasitenmethoden für Kinder. Sagen wir, meine Tochter wurde jetzt mit diesem oder jenem Parasiten diagnostiziert. Gibt es da so etwas, was ich ihr unterjubeln kann oder was besser sich für Kinder eignet? Ja, also die Frage war gerade ganz kurz unterbrochen, aber ich denke, es ist trotzdem das Wichtigste bei mir angekommen. Ja. Das Problem ist erstens, Kapseln schlucken ist teilweise schwierig für Kinder und auch die viele antiparasitäre Mittel sind einfach bitter, kommt auch nicht gut an bei Kindern. Was man bei Kindern machen kann, zum Beispiel sind Einläufe. Anscheinend, also ist es auch Ja. häufig so, dass das, also zumindest laut meiner Erfahrung, dass auch
Kinder merken, dass es ihnen besser geht durch den Einlauf, dass sie das dann auch richtig gut finden teilweise. Gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Erfahrungen diesbezüglich. Zäpfchen hat, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, Zäpfchen, genau, kann man ja, das ist jetzt kein großer Akt, kann man relativ einfach umsetzen. Dann, was hat sich noch bewährt? Es gibt zum Beispiel ein Mittel, das heißt Paraficus, ist von hat Kinder, das schmeckt süß. Das ist quasi das. Weil jetzt bist du gerade jetzt unterbrochen gewesen, das Mittel, wo man's, was das ist. Noch einmal Das nennt wiederholen, sich. bitte. Ja, hörst du mich jetzt wieder? Ja. Ja, das nennt sich Paraficus. Das ist süß. Das ist ein süßes Pulver. Und das heißt, Okay. das wird dann auch, das ist keine Kapsel und das ist nicht bitter, sondern es ist ein süßes Pulver. Das heißt, das ist eine gute Sache. Und was ich auch gut finde, noch zwei Sachen. Eins hatte ich schon gesagt, das Restore. Das ist quasi so ein süßes Gel. Da sind auch verschiedene antiparasitäre und entgiftende und antientzündliche Substanzen drin. Und auch das Clean Slate finde ich zum Beispiel auch super, um die Entgiftung generell zu unterstützen. Das ist ja in Tropfenform. Das heißt, Mund auf, Tropfen rein beim Kind oder kann man auch in alle möglichen Speisen einfach mit reinmachen, das, oder Getränke. Das ist relativ neutral. Und genau. Und was man natürlich auch machen kann, ab einem gewissen Alter, die Kinder auch mit Frequenzen zu behandeln. Ja, stimmt. Ja, gut. Ich würde sagen, wir schließen mit der Empfehlung, wenn ihr weiter Interesse habt, schaut euch Sörens Kongress ab Freitag an. Die Interviews sind immer für 24 Stunden tageweise freigeschaltet. Also der Kongress ist in diesem Sinne kostenlos. Ihr könnt auch dieses tolle Buch erstehen, der dann, wenn ihr euch für den Kongress angemeldet habt, kann man dieses Buch sich zulegen. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch, wo viele der Fragen, die wir auch heute angeschnitten haben, werden da ausführlich behandelt, inklusive eben Parasitenprotokoll, Anleitung für Leberreinigung, für Einläufe, Checklisten für Lebensmittel und eben die verschiedensten also Parasitenmethoden und Mitteln werden hier behandelt. Also ich finde das ganz ein tolles Buch. Auch zum Beispiel Schimmel haben wir nicht angeschnitten, Zirbeldrüse haben wir nicht angeschnitten. Also Mundgesundheit haben wir heute auch nicht besprochen. Das sind alles Dinge, die könnt ihr im Buch nachlesen und auch im Kongress aus wird das alles ausführlich besprochen. Und somit schließe ich. Sören, willst du noch ein Schlusswort sagen? Ein Schlusswort. Also erstmal vielen Dank für alle Leute, die dabei waren. Danke für eure Fragen. Danke auch für deine Fragen, liebe Theresa. Und ein Schlusswort. Man muss jetzt nochmal Vielleicht überlegen. einen letzten Ratschlag. Vielleicht können wir noch den Zuschauern etwas mitgeben, was sie sozusagen regelmäßig tun können, um mal sozusagen vorbeugend sich vor Parasiten zu schützen oder so wie man halt regelmäßig eben, wie wir zuerst schon erwähnt haben, Tiere entwurmt. Was kann man denn, sagen wir, einmal im Monat bei Vollmond, was rätst du da? Einen Knoblaucheinlauf oder was? Was wäre da gut, regelmäßig zu tun? Also Vollmond wäre auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine gute Sache, kann man einmal im Monat machen. Und ja, ist jetzt wieder ein großes Thema. Also Gut, na, ich na, will jetzt nicht wieder ein neues Fass aufmachen. nein, ich probiere es jetzt noch abzurunden. Also ja, zum Beispiel zur Vollmondphase speziell antiparasitäre Maßnahmen zu integrieren, die Ernährung anzupassen, mit Einläufen zu arbeiten, wie zum Beispiel einen Knoblaucheinlauf machen oder Zäpfchen zu machen für diese 2, 3 Tage. Oder auch speziell da entgiftende Maßnahmen umzusetzen, ist zum Beispiel eine gute Sache, wo man die Parasitenlast und auch die Giftlast reduzieren kann. Und auch zum Beispiel, ja, mehr Infos dazu findet ihr auch auf meiner Seite. Da ist ein Artikel zum Thema Vollmond, Parasitenkur, auch nochmal die Hintergründe Ja. diesbezüglich. Da gibt es auch ein paar spannende Infos. Genau. Also Vollmond, Ja. eine gute Sache.
Wo kann man das Buch bestellen, Sören? Wird gefragt. Das Buch kann man bestellen. Also ist Also ein es. E-Book und aber man bekommt ein gratis Hörbuch dazu. Also man kann es sich auch sogar anhören, ganz entspannt, und einfach die Sachen, diese, sage ich mal, Checklisten, Protokolle, kann man sich ausdrucken, wenn man jetzt nicht so gern E-Book liest. Ihr findet es zum Beispiel auf meiner Seite bei Produkten, also sören-schumann.com, und auch zum Beispiel ein Link, den ich euch sagen kann, ist sören-schumann.com/Parasitenkur als ein Wort. Da müsstet ihr auch zum E-Book Und kommen. im Kongress, nicht? Also eben, wenn man den Kongress, wenn man sich angemeldet hat für den Kongress, dann kann man auch das Buch, wird einem das dann vorgeschlagen, nicht, glaube ich. Genau, dann bekommt man auch nochmal ausführliche Informationen dazu. Genau. Gut, so. Jetzt, ja, ich könnte noch ewig weiterreden, es kommen auch immer mehr Fragen, aber wir wollen jetzt hier schließen. Die Zeit ist schon lange rum. Und genau, also schönen Abend an alle. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Seid dabei beim Kongress. Und ich werde gleich schauen, wann wieder Vollmond ist. Okay. Es wird Dann. ja, nächste Vollmond-Parasitenkur. Ihr könnt auch in so eine Telegram-Gruppe kommen. Steht alles auf der Okay. Seite, die ich euch gerade gesagt habe. Die ist am 4.2., glaube ich, geht's los. Also ist jetzt bald in ein paar Tagen, passend zum Okay. Parasitenkongress. Okay, gut. Also, bis dann, wir Tschüss. sehen uns. Tschüss. Tschüss.